Obwohl das Kalkulationsprinzip der privaten Krankenversicherung Vorsorge für die höheren Kosten im Alter trifft, steigen die Beiträge im Laufe des Lebens eben doch. Warum? Weil wir äußeren Einflüssen unterliegen. Unter anderem einer allgemeinen Kosteninflation, dem medizinischen Fortschritt, gesetzgeberischen Einflüssen oder eben auch gesellschaftlichen Einflüssen. Außerdem müssen auch Annahmen wie der Zins oder die Sterblichkeit natürlich regelmäßig aktualisiert werden. Dies führt aber dazu, dass Beiträge manchmal, also dass Beiträge grundsätzlich steigen und manchmal eben sogar auch stärker steigen. Und ja, das führt zum Teil zu Fragen oder auch manchmal sogar zu Ängsten bei Versicherten, ob sie sich die Beiträge im Alter denn überhaupt noch leisten können. Zunächst einmal sei gesagt, Gesundheit ist natürlich ein hohes Gut und auch ein teures Gut. Wir beobachten, und das gleichermaßen in der gesetzlichen Krankenversicherung wie auch in der privaten Krankenversicherung, dass Leistungsausgaben jedes Jahr oder auch Beiträge entsprechend jedes Jahr um 3 bis 4% in jedem Falle steigen. Wir sehen auch hier einmal den Vergleich. Das heißt, wir beobachten in beiden Systemen eine steigende Beitragsentwicklung und sogar in der privaten Krankenversicherung eine Beitragsentwicklung, die etwas unterhalb der Beitragsentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung liegt. Kommen wir nun aber konkret zur Frage der Beiträge im Alter. Wichtig ist erst einmal die Feststellung, die private Krankenversicherung ist anders als die gesetzliche Krankenversicherung oder die Beiträge in der privaten Krankenversicherung sind nicht abhängig von den Einkünften des Versicherten. Das heißt, dass in jungen Jahren häufig die Beiträge niedriger sind, als sie es in der gesetzlichen Krankenversicherung wären. Im Ruhestand kann es aber natürlich genau umgekehrt sein. Was heißt das nun? Wie kann man dem entgegenwirken? Zum einen, es gibt eine Reihe von Dingen, die ganz automatisch dazu führen, dass es im Alter zu einer Entlastung kommt. Der erste Punkt ist, dass der gesetzliche Zuschlag in Höhe von 10% im Alter 60 bereits wegfällt. Das heißt, hier kommt schon die erste Entlastung zustande. Das Krankentagegeld kann im Ruhestand entfallen. Ein weiterer Punkt ist, dass in dieser Phase natürlich häufig auch die Kinder ihre Ausbildung abgeschlossen haben und auf eigenen Beinen stehen können. Und im Ruhestand beteiligt sich in der Regel der Rentenversicherungsträger auch an den Kosten bis zur Höhe der 50% des gesetzlichen Beitrages. Das verringert den Beitrag in vielen Fällen schon erheblich. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir im Laufe der Vertragslaufzeit Mittel ansparen. Da wären zum Beispiel diese Mittel aus dem gesetzlichen Zuschlag, die im Laufe des Vertrages verzinslich angesammelt wurden. Da sind Zinsüberschüsse, die ebenfalls verzinslich angesammelt wurden. Und es gibt auch noch weitere Überschüsse, die auch direkt den Verträgen zugeordnet worden sind. Und diese sind genau dafür rückgestellt worden, um die Beitragsentwicklung im Alter abzumildern und entsprechend bei Beitragsanpassungen mit eingesetzt zu werden. Hinzu kommt aber noch, dass wir unsere Rückstellung für Beitragsrückerstattung mit einsetzen und diese im Rahmen von Beitragsanpassungen zur Limitierung von Beitragsanpassungshöhen verwenden. Und davon profitieren eben tatsächlich auch insbesondere unsere älteren Versicherten. Das heißt, es gibt eine Menge Dinge, die wir tun, auch als Unternehmen, um die Beiträge im Alter so stabil wie möglich zu halten. Dennoch, es empfiehlt sich, auch zusätzliche Vorsorge zu betreiben. Wir empfehlen in jedem Falle, bei jedem Abschluss, auch über den Abschluss einer Beitragsentlastungskomponente nachzudenken. Der Vorteil hierbei, für Arbeitnehmer insbesondere, hier beteiligt sich eben auch der Arbeitgeber mit an den Kosten bis zum Höchstbeitrag, der dort möglich ist. Und sie haben die steuerliche Entlastung. Das heißt, hier gibt es zwei große Vorteile, die für eine Beitragsentlastungskomponente der privaten Krankenversicherer sprechen. Sind diese Vorteile vielleicht im individuellen Fall nicht so relevant, so können natürlich auch andere Sparformen gewählt werden. Sie sehen also, es gibt eine Menge von Maßnahmen, die dazu beitragen, dass Beiträge im Alter bezahlbar bleiben und nicht explodieren.